Guten Tag. Hallo, nochmals danke. Vorstellen, Monsieur Johann. Danke. Hallo, Toffel. Grüß dich. Hallo. Der tritt ja ziemlich kräftig. Eine Menge Energie, hä? Ja, die hat er mit Sicherheit. Außerdem ist er zum ersten Mal auf Reisen. Von daher. Anfangs wollte ich ihn für Raphael behalten, aber inzwischen ist er zu schwierig. Sie ist für ihn nicht gut genug. Aber seine Sprungkraft ist sehr gut und in Anbetracht der Platzierung ihres Sohnes bei den Meisterschaften dachte ich, Pierre würde gern mal sehen, wie er springt und ihn vielleicht zum nächsten Turnier mitnehmen. Ich weiß. Francis hat es mir erzählt. Das Problem ist nur, dass Pierre, ich sage es mal so, für alle Beteiligten dummerweise das Abitur geschafft hat und nun vorhat zu studieren. Er möchte gern Anwalt werden. Wie furchtbar, nicht doch? Genau. Außerdem interessiert er sich plötzlich für Mädchen. Woher hat er das wohl? Wärm ihn schon mal auf, hörst du? Pierre kommt gleich. Ich weiß gar nicht, wo er so lange bleibt. Ich habe ihm nicht gesagt, dass sie kommen, sonst hätte er ein Riesentheater gemacht. Auf geht's. Na los, komm mit. Cedric, kannst du mir leider Nam satteln und dann rüber zur Koppel bringen? Da ist er. Hallo. Pierre. Geht's gut? Ja. Ich möchte dich mit Monsieur Dalliot bekannt machen. Guten Tag. Er ist gekommen, um dir sein Pferd zu zeigen. Aha. Hallo, Francis. Schön, dich zu sehen. Hallo, Pierre. Ist das ein Traber? Er hat das Blut eines Trabers. Er stammt aus einer Kreuzung mit einem Vollblut. Ist aber kein Springpferd. Wie alt ist er? 4 Jahre. Er ist ziemlich klein. Habe ich recht? Er macht nicht den Anschein, ein gutes Gleichgewicht zu haben. Am besten, du reitest ihn kurz mal und springst über ein Hindernis, damit wir uns eine Meinung bilden können. Keine Zeit, Papa. Mir bleibt gerade mal eine Stunde, um mich mit Lord Arnam zu beschäftigen. Und im Anschluss, daran muss ich nach Bordeaux zurück. Arbeiten. Tut mir leid, Monsieur Dalliot. Kommen Sie in einem Jahr einfach noch mal her, wenn er richtig ausgewachsen ist. Hatten wir mit dem Pony etwa Schwierigkeiten? Ah, der Herr Anwalt. Was für eine Ehre. Lang, lang ist's her. Ich glaube, eine Ewigkeit. Allerdings. Und, wie geht's dir? Das Pferd vom Grand Prix damals habe ich nicht mehr, also versuche ich's mit Jüngeren. Solchen, die mal deine Aufmerksamkeit nicht würdig waren. Das Pferd war damals in einer anderen Verfassung. Aber es wirkt immer noch nicht wie ein Champion. Ach ja? Du hattest noch nie ein Gespür für gute Pferde. Genau wie bei den Frauen. Die Akte, um die Sie mich gebeten haben. Vielen Dank. Ja, bitte? Du hattest mich angerufen. Was ist? Reichen dir die Frauen aus Bordeaux nicht mehr? Du willst ihn noch nicht verkaufen. Ich weiß es nicht. Schon möglich. Er ist ziemlich klein. Habe ich recht? Du hattest noch nie ein Gespür für gute Pferde. Genau wie bei den Frauen. Du musst dich schon entscheiden. Ein kleinbürgerliches Leben oder das Leben eines Turnierreiters, der hart dafür arbeiten muss, eines Tages Olympiasieger zu werden. Und wenn es dein Traum war, wurde es auch meiner. Nicht übel, hast nicht viel verlernt. Für Sie gibt's nur Medaillen und Dollars und Ihre Karriere. Aber haben Sie mal an ihn gedacht? Sie haben wirklich gar nichts kapiert.
Der Fortschritt, den du mit diesem Pferd gemacht hast. Die Freude, die du vielen Menschen bereitet hast, vor allem deinem Vater. Sag mir, ist das der Vater meines Kindes? Ein Feigling, der aufgibt, ohne zu kämpfen? Er braucht ihr Vertrauen und sie das seine. Deshalb verweigert er sich. Und wenn ich bereit bin zu lernen, würdest du mir helfen, sein Vertrauen zu gewinnen? Spring ja rüber heute. Nicht, dass du mir verweigerst.